Herzlich willkommen an einem grauen Februar-Wintertag zur zweiten Ausgabe des WGW Stadtjournals 2015. Wir berichten unter anderem über den ersten Prignitzer Karrieretag, der am 14. Februar im Oberstufenzentrum Prignitz in Wittenberge stattfand. Zunächst aber der Kurzüberblick. Orientierung, erster Prignitzer Karrieretag für Ausbildung und Beruf am OSZ Prignitz. Ehrung, 19. Sportlergala des Kreissportbundes im Speicher der Ölmühle. Ausbildung, Tag der offenen Tür in der Schule für Gesundheitsberufe in Perleberg. Und in unseren Nachrichten Wittenberge, 14 Millionen Euro für den Stadtumbau. Wie bereits angekündigt, werfen wir in unserem ersten Beitrag einen Blick in das Prignitzer Oberstufenzentrum. Hier fand vor wenigen Tagen der erste Prignitzer Karrieretag statt. Viele Unternehmen der Region suchen geeignete Bewerber und stellten sich vor Ort vor. Und die Prignitzer Schülerinnen und Schüler nutzten dieses Angebot sehr zahlreich. Was kommt nach der Schule? Vor dieser Frage stehen im Landkreis Prignitz in jedem Jahr rund 400 Schulabsolventen. Antworten auf diese Frage bot am 14. Februar der erste Prignitzer Karrieretag. Rund 40 Unternehmen präsentierten sich vor Ort mit insgesamt 50 Ausbildungsberufen möglichen Bewerbern. Dazu gehörte am Vormittag auch Maria Schumacher. Die 18-jährige Perlebergerin macht derzeit ihr Abitur am Oberstufenzentrum. Ja, also als erstes bin ich Klassensprecherin in der 13. Klasse und bin so ein bisschen in der Organisation. Und natürlich möchte ich mich auch halt in meinem Berufsleben ein bisschen hier informieren und was man hier so erleben kann, weil hier sind ja viele Berufe und ist ganz eine gute Informationsquelle. Weißt du denn schon, in welche Richtung das gehen soll bei dir? Ja, in Richtung Wirtschaft, Verwaltung und in die Richtung so. Hast du dir schon angeguckt heute? Ich war schon bei der AWO einfach mal zum Informieren, beim Prignitzer, bei der V&R Bank und halt auch beim BBZ. Aber war jetzt noch nicht was dabei, wo du sagen würdest, doch, das könnte was werden, oder? Doch, es waren schon einige Berufe dabei. Ich gehe auch so in Richtung duales Studium und da waren schon viele interessante Dinge dabei. Die Nachfrage nach qualifizierten Bewerbern im Landkreis ist groß. Das zeigt nicht zuletzt auch die mittlerweile gewachsene Zahl der Ausbildungsbörsen in der Prignitz. Neben der Jobstart- und der Berufsstartermesse nun auch noch der Prignitzer Karrieretag. Kein Überangebot, sondern eine sinnvolle Ergänzung, befand Landrat Thorsten Uhr bei der Eröffnung am 14. Februar. In der Gesamtheit muss man den Karrieretag betrachten. Ausbildungsmesse, Berufsstartermesse, diese finden im Herbst statt. Wir haben im April haben wir unseren Zukunftstag, im Juni haben wir die Familienmesse und darüber hinaus gibt es die Straßen, deren Berufsideen. Und gerade am Anfang des Jahres, jetzt mitten im Februar, dient diese Messe noch dazu, frei und offene Ausbildungs- und Beschäftigungsstellen mit den Jugendlichen zu besetzen. Keine einfache Aufgabe, denn für den angebotenen Ausbildungsplatz will der passende Bewerber erst einmal gefunden werden. Der erste Prignitzer Karrieretag, ein weiteres Angebot an Schüler und Schülerinnen des Landkreises, mit den Unternehmen und vielleicht auch zukünftigen Ausbildern ins Gespräch zu kommen. Zu den Organisatoren gehörte neben dem Prignitzer Netzwerk Schule Wirtschaft und dem Oberstufenzentrum auch das Regionalcenter der IHK Potsdam. Auf einen Schüler, der die Schule verlässt, kommen 2,5 Ausbildungsplätze in der Prignitz. Also eigentlich haben die Schüler eine große Auswahlmöglichkeit, aber die Qualität der Schüler und die Leistung müssen dementsprechend sein, dass sie hier einen Ausbildungsplatz bekommen. Eine erste Orientierung, sozusagen von Angesicht zu Angesicht, bot beim ersten Prignitzer Karrieretag das Azubi-Speed-Dating. Innerhalb von 15 Minuten konnten sich hier Unternehmer und mögliche Bewerber kennenlernen, so unter anderem die 16-jährige Lucille von der Oberschule in Löwen. Sie interessiert sich für eine Ausbildung in der Land- und Tierwirtschaft. Auch Birgit Brüning, verantwortlich für die Ausbildung bei der Landgenossenschaft Pröttlin, nutzte die Gelegenheit für ein erstes Gespräch mit möglichen Bewerbern. Für mich bedeutet das Speed-Dating, dass ich erstmal potenzielle Bewerber kennenlerne, im persönlichen Gespräch abkläre, ob die Chemie zwischen dem Bewerber und uns als Betrieb stimmt. Und da, also von diesem Gefühl heraus, würde ich immer zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch nochmal zu uns in den Betrieb einladen, um weitere Daten abzuchecken. Wer sich bereits für eine Ausbildung entschieden hatte, konnte beim ersten Prignitzer Karrieretag auch seine Bewerbungsunterlagen prüfen lassen. Und auch das passende Bewerbungsfoto konnten die Teilnehmer am 14. Februar gleich mitnehmen. Welche Prignitzer Sportler, Mannschaften und Übungsleiter standen 2014 ganz oben in der Gunst der Zuschauer und Fans? Die mit Spannung erwartete Antwort auf diese Frage
gab es auf der mittlerweile 19. Sportlergala des Kreissportbundes am 24. Januar in Wittenberge. Wir berichten von dem Abend. Rund 230 Gäste erwarteten am 24. Januar gebannt die Ergebnisse der diesjährigen Sportlerumfrage. Natürlich stand auch bei der mittlerweile 19. Sportlergala des Kreissportbundes die Ehrung der Sportlermannschaften und Trainer des Jahres 2014 im Mittelpunkt. Hierfür hatten die Prignitzer Sportfans bereits im Vorfeld der Veranstaltung mit insgesamt 22.860 Stimmzetteln abgestimmt. In der Kategorie Sportler des Jahres gewann Carsten Mertsch von der Schützengilde Wittenberge. In der Hauptkategorie hatte er sich mit 1.459 Stimmen gegen den Leichtathleten Ernst Werstedt vom Pritzwalker Lauftreff 04 und gegen Robert Bruns vom Reiten PSV Quitzow durchgesetzt, die den zweiten und dritten Rang belegten. Ich habe überhaupt nicht mehr gerechnet, bin überrascht, freudig überrascht, freue mich natürlich darüber, dass dieses Ergebnis so zustande gekommen ist und ich so viele Stimmen doch für mich vereinigen konnte. Ja. Hat sie denn nur dazu gehört, Sie sind ganz aktiv, machen ganz, ganz viel. Wo nehmen Sie die Kraft dafür her? Wie die andere Sportlerin schon sagte, die Freude daran. Es macht Spaß und dann läuft es irgendwie auch von allein. Auch bei den Nachwuchssportlern des Jahres 2014 hatte die Schützengilde in Wittenberge in diesem Jahr die Nase vorn. Mit 1.224 Stimmen gewann Lukas Nikolai knapp vor Elias Labus von der Leichtathletik LG Prignitz und Schwimmerin Lea Fürstenberg vom SC Delfin Wittenberge. Mindestens ebenso gespannt erwartet wurde das Ergebnis der diesjährigen Nachwuchsmannschaften. Hier lagen die U12-Mädchen der LG Prignitz Leichtathletik mit 1.549 Stimmen ganz oben in der Gunst der Prignitzer Sportfans. Also wir haben es gehofft, dass wir gewinnen, aber insgeheim haben wir ein bisschen damit gerechnet. Was habt ihr für die Zukunft vorgenommen? Dass wir weiterhin so ein gutes Team sind. Platz 2 belegten die Fußball-C1-Junioren vom Pritzwalker FHV 03 und Platz 3 das Luftpistolen-Nachwuchsteam der Wittenberger Schützengilde. Eine kleine Überraschung gab es dann bei der Ehrung der Mannschaften des Jahres 2014. Obwohl Tennis nicht gerade zu den sonst so beliebten Breitensportarten gehört, verwiesen die Damen vom SV Empor Grün-Rot-Wittenberge, die Fußballer der ersten Männermannschaft vom SSV Einheit Perleberg und die Herren vom Prignitzer Keglerverband auf die Plätze 2 und 3. Also damit war nicht zu rechnen und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die ganzen Stimmen, die wir erhalten haben, für unsere Fangemeinde. Tennis ist ja in der Prignitz nicht so weit verbreitet, aber wir sind ein kleiner Verein und die Damenmannschaft ist seit 2012 zusammen und stetig aufgestiegen und da kann man schon stolz drauf sein. Auch in der letzten Kategorie, dem Trainerübungsleiter des Jahres 2014, hatten die Damen die Nase vorn. Hier gewann Laura Teitke vom SC Delfin Wittenberge vor Patricia Lange von der Leichtathletik-Sparte des SSV Einheit Perleberg und Andreas Telog vom Handball PHC Wittenberge. Einen Einblick in die sportlichen Leistungen des Landkreises gaben bei der 19. Sportlergala des Kreissportbundes im Speicher der Ölmühle aber nicht nur die Auszeichnungen am Abend. So gaben unter anderem die Mitglieder der Pritzwalker Taekwondo-Gruppe Bandal eine Kostprobe ihres Könnens. Dass mit Spaß am Sport, aber auch mit viel Ehrgeiz Olympiagold zu holen ist, berichtete Ehrengast Franziska Weber. Die Brandenburger Profikanutin und mit einer Gold- sowie einer Silbermedaille zweitbeste deutsche Teilnehmerin an den Olympischen Spielen 2012 hatte auch noch einen Tipp für die Prignitzer Nachwuchssportler und Sportlerinnen dabei. Und damit verabschieden wir uns auch von der Prignitzer Sportlergala 2015. Das Wichtigste für mich zumindest ist auch bis heute, dass man den Spaß daran nicht verliert. Also ich stehe nicht jeden Tag gerne auf und gehe zum Training, aber die meiste Zeit habe ich wirklich Spaß an dem, was ich tue. Und ich glaube, das ist der Grundstein dafür, dass man dann mal erfolgreich werden kann. Interessante Einblicke in Theorie und Praxis der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger erhielten Besucher am 29. Januar beim Tag der offenen Tür in der Schule für Gesundheitsberufe des Kreiskrankenhauses Prignitz in Perleberg. Den Tag hatten die Schülerinnen und Schüler des ersten Ausbildungsjahres selbst organisiert. Aber sehen Sie selbst. Dann musst du gucken, ob sich der Brustkorb hebt und senkt. Mhm. Wenn er das nicht macht, ja, dann atmet er nicht. Ja, das. Ja. Also, was jetzt machen? Eigentlich besucht Nina Schriefer die 10. Klasse der Oberschule in Perleberg. Am 29. Januar wechselte die 15-Jährige jedoch das Schulgebäude. Statt Mathe, Deutsch und Naturwissenschaften gab es im Rahmen des Tages der offenen Tür an der Schule für Gesundheitsberufe des Kreiskrankenhauses Prignitz in Perleberg eine Praxislehrstunde zum Thema Erste Hilfe.
Denn auch dieses Themengebiet gehört zum umfassenden Lehrplan der dreijährigen Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Gleich nach ihrem Schulabschluss im Sommer dieses Jahres will Nina mit der Ausbildung beginnen. Also ich habe mein Praktikum hier im Krankenhaus gemacht, bin durch meine Mutter darauf gekommen, weil sie auch als Krankenschwester ausgebildet wurde und habe mir das dann halt alles angeguckt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit denen zu unterhalten und mich um die zu kümmern und denen zu helfen. Hallo, können Sie mich hören? Unterstützung und Anleitung bei ihren ersten Gehversuchen bei der Reanimation bekam Nina Schriefer am 29. Januar von den 25 Schülern und Schülerinnen des ersten Ausbildungsjahres. Seit Oktober 2014 besuchen Lisa Holbeck und ihre Mitschüler die Schule für Gesundheitsberufe und auch die Themen Erste Hilfe und Reanimation standen bereits auf dem Stundenplan. Also wir hatten letzte Woche die Erste-Hilfe-Woche hier in der Schule. Das hat Herr Neubecker gemacht und da haben wir alle ein Zertifikat für bekommen, dass wir das bestanden haben. Also wir haben uns intensiv darauf vorbereitet, geübt, wie reagiere ich im Schockzustand, beim Beinahe-Ertrinken, wie helfe ich Menschen, wenn wir auf einen Autounfall zukommen und all sowas. Wie auch schon in den Vorjahren hatten die Schüler des ersten Ausbildungsjahres den Tag der offenen Tür an der Schule für Gesundheitsberufe selbst organisiert. Unter dem Titel Mehr Apps als ihr denkt, bekamen die Besucher am 29. Januar einen breiten Einblick in die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Wir stellen halt mehrere Bereiche in der Ausbildung dar. Also wir haben uns dann aufgeteilt, die Klasse. Und ja, so wie wir jetzt zum Beispiel die Erste Hilfe zeigen und versuchen, einen näher dran zu bringen, stellen halt andere weitere Ausbildungsaspekte wie Vitalzeichen und halt alles dar. Die große Schüssel unter den Kopf und ablegen. Ganz langsam, Herr Gühl. Vorsichtig. So. Zu den vorgestellten Bereichen gehörte beim Tag der offenen Tür auch die richtige Körperpflege von Patienten. Der 19-jährige Lukas Brezmann aus Kumlosen zeigte zusammen mit einem Mitschüler, wie man Patienten, die das Bett nicht verlassen können, zum Beispiel die Haare wäscht. Der richtige Umgang mit Patienten bildet einen wesentlichen Teil der Ausbildung. So, jetzt kommt der erste Schub Wasser. Also auf jeden Fall auf die persönlichen Sachen vom Patienten achten, also das persönliche Empfinden. Wir haben ja auch nachgefragt, heißes Wasser, kaltes Wasser. Dann sollte man möglichst freundlich mit dem Patienten umgehen, Ruhe und Sicherheit ausstrahlen und dann sollte das klappen. Dank der großen Nachfrage, nicht nur beim Tag der offenen Tür, wurde die Anzahl der Ausbildungsplätze in der Schule für Gesundheitsberufe im vergangenen Jahr von bis dato 78 auf jetzt 98 erweitert. Auch für den Ausbildungsbeginn im Herbst dieses Jahres gibt es bereits jetzt viele Bewerbungen. Interessierte erfahren alles Wissenswerte online unter gesundheitsberufe-prignitz.de oder telefonisch unter der 03876 30 51 21. Das Thema Stadtumbau steht auch 2015 ganz oben auf Wittenberges Prioritätenliste. Dafür hat die Stadt als nur eine von drei Brandenburger Kommunen kürzlich die Zusage für Fördermittel in zweistelliger Millionenhöhe erhalten. Mehr dazu in unseren Nachrichten aus der Elbestadt und dem Landkreis Prignitz. Wittenberge. Die Elbestadt gehört zu insgesamt vier Kommunen in Brandenburg, die weitere Finanzmittel aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost erhalten. Insgesamt 14 Millionen Euro stehen für den Erhalt der Altbausubstanz und den Abriss zur Verfügung. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen unter anderem Gebäude der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge in der Johannes-Runge-Straße 34, in der Johannes-Runge-Straße 13, in der Bürgermeister-Jahn-Straße 2 und 3 sowie in der Goethe-Straße 7 saniert werden. Weiterhin werden die zusätzlichen Mittel für den Erhalt und die Sicherung von Gebäuden eingesetzt, für deren komplette Sanierung derzeit nicht genügend Geld zur Verfügung steht. Prignitz. Die Arbeiten am Baulus 3a, einer der bei Breser entstehenden Deichabschnitte, liegen im Zeitplan. Bereits im November 2014 begannen die Arbeiten, der Rohdeich wurde bereits vor dem Jahreswechsel fertiggestellt. Parallel hierzu haben bereits die Vorarbeiten am Deich Baulus 1 begonnen. Dieser Deichabschnitt verläuft vom Ortseingang bis zur Bahnlinie. Das Baulus 2a, das neben der entstehenden Deichanlage auch einen Teil der Landesstraße L11 beinhaltet, befindet sich laut Aussagen des zuständigen Landesamtes für Bauen und Verkehr noch in der Planfeststellung. Auch hier sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Perleberg.
Rund 100 Feuerwehrleute der Perleberger Feuerwehr und weiterer Wehren des Landkreises rückten am Abend des 22. Januar zu einem Großbrand in einem Perleberger Geschäfts- und Wohnhaus in der Berliner Straße 1 aus. Im Zuge des Feuers, das offenbar in einem Raumausstattergeschäft ausgebrochen war, wurde das Erdgeschoss des Gebäudes größtenteils zerstört. Betroffen sind auch Büro- und Produktionsräume des RBB sowie einer Tageszeitung sowie Wohnräume. Der Schaden liegt laut ersten Schätzungen bei rund 1 Million Euro. Zur Brandursache ermitteln derzeit Mitarbeiter des Landeskriminalamtes. Wittenberge. Laut Aussagen des städtischen Bauamtes will sich die Elbestadt in diesem Jahr am Stadt-Umland-Wettbewerb des Landes Brandenburg beteiligen. Insgesamt 213 Millionen Euro an EU-Mitteln können über den Wettbewerb vergeben werden. Wittenberge hofft auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Im Bauamt wurde bereits eine vorläufige Projektliste erstellt. Ebenfalls an der Bewerbung beteiligt sind die Stadt Perleberg, die mit Wittenberge ein gemeinsames Mittelzentrum bildet, sowie die Ämter Lenzen-Elbtalaue und Bad Wilsnack-Weißen sowie die Gemeinden Karstädt und Plattenburg. Die Bewerbung soll bereits zum 15. Juni dieses Jahres eingereicht werden. Wittenberge. Trotz zurückgegangener Umschlagzahlen, die im vergangenen Jahr vor allem auf den nicht ausreichenden Wasserstand der Elbe zurückzuführen sind, ist die Geschäftsführung des Elbeports Wittenberge mit der Bilanz zufrieden. Seit dem Start des Hafengeschäfts im Jahr 2009 wurden insgesamt 2 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Probleme bereitet nach wie vor der geringe Wasserstand der Elbe. So konnten im vergangenen Jahr insgesamt nur 8 Schiffe in Wittenberge anlegen. Aus diesem Grund sank der Umschlag per Schiff von 55.000 Tonnen im Jahr 2013 auf nur noch 12.000 Tonnen im vergangenen Jahr. Trotz dieser Zahlen und der jüngsten Kritik des BUND bekam die Hafenbetriebsgesellschaft zuletzt Rückendeckung von der Landesregierung. Demnach sei der Hafen nach wie vor ein wichtiger Faktor für Unternehmen, die sich im Landkreis bereits angesiedelt haben oder dieses planen. Wittenberge. Bereits ab April dieses Jahres soll die Allende-Sporthalle zumindest zum Teil wieder genutzt werden können. Die Sporthalle wird derzeit umgebaut und modernisiert. Hierfür bringt die Stadt Wittenberge rund 380.000 Euro an Eigenmitteln auf. Weitere 500.000 Euro stammen aus Stadtumbaumitteln. Ab April sollen Vereine und Schulklassen die Sporthalle, die derzeit unter anderem einen neuen Fußboden erhält, wieder nutzen können. Etwas länger andauern werden die Arbeiten an den Sanitär- und Umkleidebereichen. Die erste Handball-Männermannschaft des PHC Wittenberge empfing am 14. Februar mit dem SV Brandenburg 63 West ein echtes Schwergewicht der Brandenburg-Liga. Und der Tabellenzweite erwies sich an diesem Tag eindeutig als die bessere Mannschaft, wie unser Spielbericht zeigt. Nur wenige Minuten vor dem Anpfiff zeigten sich die Spieler der ersten Männermannschaft der Handballer vom PHC Wittenberge noch gut gelaunt und hoch motiviert. Dies war auch nötig. Schließlich empfingen die Brandenburg-Ligisten mit der Mannschaft vom SV 63 Brandenburg West am 14. Februar in der OSZ-Halle ein echtes Schwergewicht der Liga. Und dies stellte der Tabellenzweite der Brandenburg-Liga von Beginn an unter Beweis. Bereits in der ersten Hälfte des Spiels gelangen den Gästen aus Brandenburg kontinuierlich Treffer. Gastgeber vom PHC, derzeit auf Tabellenplatz 5, kam hingegen nur schwer ins Spiel. Angriffe und auch schnelle Konter endeten zumeist spätestens beim starken Torwart der Brandenburger. So lag der PHC Wittenberge bereits zur Mitte der ersten Halbzeit mit 5 Toren zurück. Einen herberen Rückstand verhinderte einmal mehr Keeper Stefan Neutmann, der gekonnt und in Topform zahlreiche Angriffe der Gäste abwehrte. Im Verlauf der ersten Halbzeit schaffte der PHC Wittenberge so zumindest den Anschluss zum Halbzeitstand von 9:11 Toren aus Sicht der Elbestädter. Die Fans des PHC, die in der Halbzeitpause noch Hoffnung auf einen weiteren Heimsieg ihrer Mannschaft hatten, wurden wenige Minuten später enttäuscht. Trotz großer Bemühungen und einer insgesamt besser aufgestellten Mannschaft gelang es den Brandenburg-Ligisten vom PHC auch in der zweiten Hälfte nicht, das Spiel unter Kontrolle zu bringen. So spielten die Wittenberger Handballer die meiste Zeit einem Rückstand hinterher. Die Gäste aus Brandenburg hingegen drehten noch einmal deutlich auf und punkteten kontinuierlich.
Am Ende verloren die Handballer vom PAC Wittenberge gegen SV 63 Brandenburg West mit 25:30 Toren. Beim nächsten Heimspiel am 21. März empfangen die Brandenburg-Ligisten die Mannschaft vom MTV 1860 Altlandsberg 2. Pfarrer und Krankenhausseelsorger Olaf Glomke ist schon seit vielen Jahren Ansprechpartner und Begleiter für Mitarbeiter, Patienten und Angehörige im Kreiskrankenhaus Prignitz. In unserer neuen Sendeserie, kurz gesagt, widmet er sich den unterschiedlichsten Gedanken des Lebens. In unserer ersten Ausgabe denkt Olaf Glomke über den Jahresbeginn nach. Liebe Zuschauer, zwischen den Jahren durchblättere ich gern noch einmal meinen Kalender. 365 Tage, 12 Monate und 2014. Diese Zeit liegt nun hinter mir. Viele Kalenderblätter sind beschrieben. Manche Einträge sind säuberlich notiert, andere rasch dahingeschrieben. Und es gibt Einschübe und Durchgestrichenes. Manches lese ich noch einmal nach. Ich erinnere mich der Menschen, die ich begleiten durfte. Ich spüre ihre Traurigkeit und höre sie von ihren Hoffnungen erzählen, es wird schon werden. Mir fallen Ereignisse ein, die mir ganz besonders wichtig und wertvoll geworden sind, beruflich wie privat. Andere Notizen zeigen mir, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich habe es selbst kaum wahrgenommen. Ich schlage das Kalenderblatt 2014 noch einmal auf. Ich brauche diese Zeit. Nicht nur Geschäfte und Banken brauchen Jahresbilanzen, auch meine Seele braucht sie. Neben mir auf dem Schreibtisch liegt der Kalender für 2015. Das Leben geht weiter. Manches werde ich mitnehmen. Halbfertiges, liegengebliebenes, offenes. Und es gibt Dinge, auf die ich mich freuen werde. Ich entscheide, wo ich ansetzen werde im neuen Jahr. Ich lege fest, was wichtig und unwichtig ist. Ich schlage meinen Kalender 2014 zu, lege ihn zur Seite und bin gespannt, wie sich die Kalenderblätter nun füllen werden. Für manches werde ich Kraft und Geduld brauchen. Über Gelungenes werde ich mich freuen und das Misslungene werde ich verkraften. In allem Planen liegt etwas Vorläufiges. Ich aber hoffe darauf, dass Gott mich auch in diesem Jahr 2015 begleiten wird. 12 Monate, 365 Tage. Ich wünsche Ihnen Gutes und Gottes Segen. Im zweiten Teil unserer Nachrichten geht es noch einmal um das Thema Handball. Denn die Brandenburg-Ligisten vom PHC Wittenberge empfingen am 21. Januar die Profi-Handballer vom HSV zu einem Freundschaftsspiel. Mehr zu diesem Spiel und über andere Themen aus Wittenberge und dem Landkreis Prignitz sehen Sie nun in unseren Nachrichten. Wittenberge. Handball-Highlight am Jahresanfang. In der ausverkauften OSZ-Halle empfing die erste Männermannschaft vom PHC Wittenberge am 21. Januar bei einem Freundschaftsspiel die Profis vom HSV Handball. Die Brandenburg-Ligisten, die zuletzt in 4 Heimspielen siegreich waren, boten den Bundesligisten besonders in der ersten Hälfte des Spiels ordentlich Paroli, landeten nicht nur den Auftakttreffer, sondern konnten auch im Zuge der ersten Halbzeit durchaus mit den Profis aus Hamburg mithalten. Nach dem Halbzeitstand von 15:20 Toren aus Sicht der Wittenberger drehten die Gäste vom HSV Handball aber noch einmal deutlich auf und gewannen das Freundschaftsspiel schließlich mit 47:27 Toren. Hier noch einmal die schönsten Bilder der Partie.
Wittenberge. Im Rahmen des transnationalen Projekts Fachkräfte halten und gewinnen durch familienorientierte Branchenentwicklung in regionalen Wachstumskernen besuchte eine Prignitzer Delegation vom 27. bis 29. Januar die Provinz Trentino in Norditalien. Ziel des Projekts, das im März dieses Jahres endet, ist ein Erfahrungsaustausch. Die Provinz Trentino zeichnet sich seit längerem durch besondere Familienfreundlichkeit im Hinblick auf Freizeitangebote, aber auch innerhalb von Unternehmen aus. Die Teilnehmer der Delegation, darunter Vertreter der Städte Wittenberge und Perleberg, des Tourismusverbandes sowie des Hotel- und Gaststättenverbandes, berichteten am 4. Februar in Wittenberge von ihren positiven Erfahrungen vor Ort. Wittenberge. Zu einer ersten Probefahrt mit dem neuen Aufzug an der Rückseite des Rathauses lud Bürgermeister Dr. Oliver Herrmann am 22. Januar interessierte Bürger der Elbestadt. Mit der fertiggestellten rund 250.000 Euro teuren Investition können jetzt auch Bürger mit Mobilitätseinschränkungen selbstständig und barrierefrei ins Rathaus der Elbestadt gelangen. Im Zuge des Anbaus wurde auch in direkter Nähe des Aufzugs ein Behindertenparkplatz und direkt im Rathaus ein Behinderten-WC eingerichtet. Perleberg. Auf seinem ersten Neujahrsempfang als Landrat begrüßte Thorsten Uhr am 21. Januar Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinsleben im Hotel Deutscher Kaiser. In seiner Rede ging Thorsten Uhr kurz auf die wichtigsten Ereignisse im Landkreis im vergangenen Jahr ein. Anschließend lobte Gastredner Dr. Steffen Kamrath, Geschäftsführer der Zukunftsagentur Brandenburg, das Engagement des Landkreises in den vergangenen Jahren, unter anderem im Bereich der Wirtschaftsförderung. Als Ehrenamtler des Jahres ausgezeichnet wurden Heidemarie Schade vom DRK Prignitz, Bodo Rückschlag für seinen Einsatz für die Elblandfestspiele in Wittenberge, Rainer Knobin vom Kleinbahnmuseum Lindenberg, Boxtrainer Wolf-Rüdiger Balzuweit, Stefan Fuchs, Stadtjugendwart der Pritzwerker Feuerwehr und Gerd Rüdiger Zettel von der Sicherheitspartnerschaft in Mainburg. Wittenberge. Unter dem Titel Wittenberger Ansichten sind im Stadtmuseum der Elbestadt seit Ende Januar insgesamt 100 Fotos zu sehen. Bei den Bildern der Sonderschau des Stadtmuseums handelt es sich um Reproduktionen historischer Aufnahmen. Die Bilder stammen unter anderem aus dem Bestand des Museums. Weitere Aufnahmen stellte der Wittenberger Fotograf und Heimatgeschichtler Horst Podibra zur Verfügung. Die Ausstellung kann noch bis Ende März zu den Öffnungszeiten des Stadtmuseums besucht werden. Wittenberge. Noch in diesem Jahr soll in Wittenberge Nord mit dem Rückbau der Straßen begonnen werden. Der Stadtbereich soll nach dem bereits erfolgten Rückbau von insgesamt 350 Wohnungen zukünftig als ökologische Ausgleichsfläche genutzt werden. Diese wird durch die Erweiterung des Gewerbegebietes Nord notwendig. Laut Bauamt der Stadt Wittenberge sollen durch den geplanten Rückbau keine Beeinträchtigungen für die örtlichen Einrichtungen entstehen. In unserem letzten Beitrag geht es um das Thema Ernährung. Genauer gesagt um die richtigen Trinkgewohnheiten. Sie sind Thema des ersten Ernährungstipps von Ernährungsberaterin Annette Behrendt aus dem Kreiskrankenhaus Prignitz. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das nächste WGW-Stadtjournal können Sie ab dem 20. März sehen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Ernährungstipp. Mein Name ist Annette Behrendt. Ich bin Diät- und Diabetesassistentin vom Kreiskrankenhaus Prignitz hier in Perleberg. Und es geht uns heute um die empfohlene Trinkmenge. Und auch hier möchte ich gleich mal verweisen auf unsere Ernährungspyramide. Hier ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, mindestens 1,5 bis 2 Liter täglich zu trinken. Und wer das also sich recht schlecht auch vorstellen kann, was das für überhaupt für eine Menge sein soll über den Tag verteilt, habe ich heute mal ein bisschen was aufgebaut, dass jeder das also auch ganz gut nachvollziehen kann. Angefangen beim Frühstück habe ich hier mal aufgebaut, 2 Tassen Kaffee wären also so empfehlenswert. Wer jetzt auch gar keinen Kaffee mag, wir haben sämtliche Teesorten natürlich, aber auch Wasser. Man kann sich auch hier mit Säften so ein bisschen Schorlen anrühren. Wir können auch die Milch mit einsetzen. Gerade die Milch ist ja auch wichtig aufgrund der hohen Kalziummenge. Aber die meisten sagen eben Kaffee oder Tee. Also was Warmes zum Frühstück ist also auch immer recht angenehm. Und da sind also 2 Tassen, denke ich, so von der Menge her auch empfehlenswert. Wichtig ist, dass wir auch dranbleiben und über den Tag verteilen unsere gesamte Menge. Und hier sehen wir schon, über den Vormittag verteilt, wären also nochmal 2 Gläser
Wasser oder eben auch Schorlen oder auch hier wieder Tee angebracht. Zum Mittag selber essen wir ja was. Die meisten vergessen dann auch hier das Trinken und die Flüssigkeit, aber auch selbst zum Mittagessen, ob davor oder danach, auch hier nochmal ein Glas. Das entspricht also auch immer 200, 250 Milliliter. Und dann als nächstes zur Kaffeemahlzeit. Man muss ja nicht immer dann gleich was essen, aber auch hier gehört wieder eine Trinkmenge mit eingebaut. Auch hier können wir sagen, eine Tasse Kaffee oder auch hier wieder Tee oder Mineralwasser. Und selbst zum Abendbrot bitte auch dran denken, ein bis zwei Gläser. Wer es auch hier wieder angenehmer möchte, können wir dann den warmen Tee mit einbauen, aber auch sonst Wasser oder auch wieder die Schorlen angerührt, also Wasser und Saft. Und ich denke, wir haben jede Menge an Tees im Angebot, ob jetzt Früchtetee, Kräutertee, selbst auch mal schwarzer Tee, grüner Tee, können wir also selbst auch nach dem Abendbrot, wer ja doch noch ein bisschen längere Zeit wach bleibt, auch hier nochmal gut und gerne ein Glas oder eine Tasse dann Tee noch mit einbauen. Ich danke und bis zum nächsten Mal.